lese das Solinger Tageblatt von Montag, den 27. Januar 2020. Und dort heißt es auf dem Titel Funkel nach 0:3 mit Düsseldorf Tabellenletzter. 27 Torschüsse sammelte Bayer 04 Leverkusen am Sonntagabend im Spiel der Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf. Am Ende gewannen die Gastgeber mit 3:0. Düsseldorf liegt damit nach dem 19. Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz, punktgleich mit dem SC Paderborn und mit 3 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Als Statement gegen Trainer Friedhelm Funkel, das ist ein DPA-Foto, kann die kämpferisch gute Leistung der Fortuna in einem unterhaltsamen Spiel bei einer verdienten Niederlage sicher nicht gelten. Dennoch wird das Heimspiel 15:30 am Samstag gegen Eintracht Frankfurt für den Trainer nach der 5. Pleite aus den letzten 6 Spielen ein extrem wichtiges. So, also ich zeige es nochmal. Wie gesagt, tschüss.